Also wir schauen uns jetzt endlich das an mit diesem hochohmigen Ausgang. Wir lassen die Emitterschaltung hinter uns und schauen uns die nächste Transistor-Grundschaltung an, und die heißt Kollektorschaltung. Die Emitterschaltung, die wir uns vorher angeschaut haben, die ist ein Spannungsverstärker. Ich gebe kleine Spannungsänderungen hinein, ich kriege große Spannungsänderungen raus. Die Kollektorschaltung ist ein Stromverstärker. Ich habe kleine Ströme am Eingang, was zum Beispiel gut ist, wenn ich einen hochohmigen Treiber hier habe, wie zum Beispiel eine Emitterschaltung. Und ich kann große Ströme am Ausgang erzeugen. So, die Schaltung schaut so aus. Und wir überlegen uns, was hier passiert. Sagen wir, die Versorgungsspannung sind 10 Volt und der Eingang liegt auf 5 Volt. Wo könnte der Ausgang liegen? Ist sehr angestrengt. Naja, auf welchen, na, ich möchte eine Zahl hören. Ach so. Also ich zeichne es auf, ich hab heute noch gar nichts gezeichnet. Die Versorgungsspannung ist 10 Volt und die Eingangsspannung ist 5 Volt. Genau, also. Bringt das nicht massiv einfach von den Bauteilen ab? Die Ausgangsspannung. Massiv nicht! Die Ausgangsspannung kann auf Kante größer als 5 Volt sein. Ja? So. Wenn es größer wäre, dann würde kein Strom hinfließen. Dann könnte der Emitter, der Kollektor-Emitter nicht durchschalten. Was wird gesucht? Das da. Ah, das sieht man besser. So. So, also hier haben wir 10 Volt, dann haben wir am Eingang unsere 5 Volt. So. Die Ausgangsspannung theoretisch 5 Volt minus 0,7. 5 Volt minus, ich schreibe es jetzt einfach an als UBE, was immer halt diese Basis-Emitterspannung bei diesem Transistor ist. Also wir haben hier UBE und dann haben wir am Ausgang 5 Volt minus B. So, jetzt nehme ich am Ausgang einen gewissen Strom raus. Sagen wir 1 Ampere. So. Wo kommen diese 1 Ampere her? So, das heißt, hier fließt wie viel? 1 Ampere. Minus IB, genau. Wir schreiben einfach IB und dann haben wir hier IB und IB, in welcher Größenordnung wird sich das bewegen? 5 mA. 5 mA, 10 mA. Genau, also je nachdem, was halt der Stromverstärkungsfaktor von diesem Transistor ist. Aber wir sehen hier das die wesentlichen beiden Eigenschaften, die diese Schaltung hier hat. Das erste ist, ich kann am Ausgang viel Strom rausziehen. Und der Strom, den ich da rausziehe, der kommt nicht von der Schaltung, die diese Schaltung hier mit Information versieht. Nicht? Das ist quasi der Informationseingang und das ist der Energieeingang. So könnte man sich das quasi vorstellen. Die Versorgung ist der Energieeingang, von dort kommt der Strom. Von hier kommt die Information. Was für eine Information kommt von hier? Wie hoch die Spannung sein soll, die rausgeht. Genau, wie hoch die Spannung hier sein soll. Das ist das perfekte Ding, was man
nach einer Emitterschaltung hören kann. Bei der Emitterschaltung haben wir vorher gesagt, das ist nicht gut, wenn man da viel Strom rauszieht. Jetzt haben wir was, da kann ich da vorne Strom rausziehen, wie ich möchte, aber der Strom kommt von meiner Spannungsquelle. Und vom Eingang kommt nur ganz wenig Strom, aber im Wesentlichen liefert mir der Eingang die Information, welches Potenzial, welche Spannung ich gerne am Ausgang hätte. Warum habe ich da einen Widerstand? Den Arbeitspunkt festzulegen. Einen Arbeitspunkt gibt es da eigentlich nicht wirklich. Wenn der Ground von der Basis abfließt, wenn das in der Luft hängt, würde es hier schlecht sein. Also ohne Widerstand, weil ich keinen Widerstand mache, sondern direkt nur das Massezeichen, dann habe ich da ein Potenzial von 0 Volt. Das wäre ja, ja. Ich könnte sie aber auch ganz durchtrennen. Ich kann den Widerstand auslöten und nichts anderes hin. Ja, dann bin ich abhängig von dem, was der Eingang von dem Ausgangssignal regelt, dann sozusagen den Basis in der Strom. Genau. Sagen wir, unsere Last, die wir haben, aus irgendeinem Grund, irgendjemand ist lustig, unsere Last ist ein Kondensator. Und wir wollen diesen Kondensator halt aufladen auf die Spannung. Und ich lege, am Anfang ist quasi überall 0 Volt, da ist 0 Volt, der ist ungeladen. Dann drehe ich mal nur die 10 Volt hier auf, aber hier lasse ich die 0 Volt. Was passiert mit dem Ausgang? Der bleibt mal, genau, weil... Da ist 0 Volt, da ist 0 Volt, ich habe keine Basis-Emitter-Spannung. Ohne Basis-Emitter-Spannung fließt nichts durch den Transistor. Also, vielleicht irgendwelche Drecksachen, aber für uns, wir stellen uns ideale Bauteile vor, da fließt nichts. So, jetzt lege ich da 5 Volt an, was passiert? Der wird auf 10 Volt aufgeladen, oder? Nein. 4, was auch immer. Also, okay, okay. Weißt, dann habe ich genau diese Schaltung, die hier ist. Halt ohne diesen Widerstand, weil den denken wir uns ja gerade weg. Und dann möchte hier quasi die Basis-Emitter-Spannung, die möchte halt runter auf, also die möchte halt ihre 0,6, 0,7 Volt sein. 5 Volt minus dem ist dann halt 4,3, 4,4 Volt. Auf die lade ich den Kondensator. Jetzt kommt die interessante Frage. Ich sage, der Widerstand ist weg. Was ist, wenn ich hier wieder auf 0 Volt runterziehe? Dann bleibt er geladen. Aber es liegt halt eine Spannung in Sperrrichtung an der Basis mit der Strecke an. Ja. Genau, aber es ist, diese Diode leitet nicht. Tut sich nichts. Der bleibt geladen. Und das ist eine schlechte Kollektorschaltung. Das ist ein schlechter Verstärker. Wir wollen ja die Eingangsspannung hier als Ausgangsspannung wieder haben. Aber der kann Strom liefern, der kann keinen Strom aufnehmen. Also zumindest nicht über den Transistor. Und darum haben wir hier diesen Widerstand. Wenn ich hier quasi mit der Spannung raufgehen möchte, ist das kein Problem, kommt Strom raus. Wenn ich mit der Spannung aber runtergehen möchte, dann habe ich keinen Weg zurück. Das heißt, wovon hängt ab, ob ich hier einen Widerstand brauche, so wie der hier eingezeichnet ist oder nicht? Wann werde ich den? Ob der Ausgang, das was dranhängt, fixer ohmscher Widerstand ist und das sich verändern kann, das ist eine Glühlampe. Ja, wobei auch eine Glühlampe ist zum Beispiel gut. Welche Eigenschaft hat denn die Glühlampe, die dieser Kondensator hier nicht hat? Den Ausgang wieder runter. Genau. Die Glühlampe, die möchte mir nie Strom zurückgeben. Die nimmt den Strom, den ich hinschicke und macht heiß und hell. Aber ich kann an der Glühlampe quasi machen, was ich möchte. Die sagt nie, hier hast du die Energie wieder. Also zumindest nicht elektrisch. Der Kondensator, der macht das. Den lade ich auf. Wenn ich dann aber auf der anderen Seite wieder auf 0 runtergehe, dann sagt er, ja, die habe ich gespeichert, Energie, hier hast du sie wieder. Und damit die Spannung jetzt wieder fällt, muss ich diesen Strom wieder zurücknehmen können. Und die einfachste Möglichkeit ist, dass ich hier einen Widerstand hingebe,
dann gibt es einen Pfad, über den der Strom zurückfließen kann. Weil durch den Transistor geht es nicht. Der Transistor, der liefert uns immer nur Strom. Aber hier kann dann quasi über den Widerstand dieser Kondensator wieder entladen werden. Das heißt, das ist der einzige Grund, warum der Widerstand da ist? Das ist der einzige Grund, warum der Widerstand da ist, damit ich eine Schaltung habe, die nicht nur Strom liefern kann, sondern auch ein bisschen Strom aufnehmen. Und wir sehen auch, dass ein bisschen Strom aufnehmen, so gut ist die Schaltung dann nicht. Weil für Strom liefern ist diese Schaltung unglaublich niederohmig. Egal wie viel Strom ich haben möchte, der Transistor, wenn er ideal ist, quasi, gibt mir den ganzen Strom. Aber was ist denn der Ausgangswiderstand von der Schaltung, wenn ich Strom in die Schaltung hineinschicken möchte von hier? Genau. Und das ist dann auch der nächste Block. So, schauen wir, ob da noch was steht. So. Das ist wichtig, genau. Diese Schaltung, ihr erinnert euch bei Emitterschaltung, warum die Emitterschaltung heißt? Ja. Warum heißt die Emitterschaltung Emitterschaltung? Weil der Emitter keine besondere Funktion hat. Ja, der Emitter hat keine besondere Funktion. Der Emitter, der ist nicht Eingang und nicht Ausgang von der Schaltung. Warum heißt die Kollektorschaltung Kollektorschaltung? Weil der Kollektor keine besondere Funktion hat. Mit der keinen besonderen Funktion, was er gesagt hat, das falsch ist. Sagen wir nicht Eingang und nicht Ausgang. Weil eine Funktion hat er ja schon und auch der Emitter in der Emitterschaltung hat eine Funktion. Aber hier ist der Kollektor, nicht Eingang und nicht Ausgang von der Schaltung, sondern Eingang ist in der Basis, Ausgang ist am Emitter. Manchmal nennt man aber die Kollektorschaltung Emitterfolger. Und das heißt so, weil quasi diese Emitterspannung hier fest mit der Basisspannung verbunden ist. Der Emitter folgt sozusagen dem Potenzial, was ich an der Basis vorgebe, halt immer mit dieser Differenz von 0,6, 0,7 Volt, was immer das UBE von diesem Transistor ist. Eine andere Erklärung, die ich gehört habe, warum diese Schaltung Emitterfolge heißt, obwohl ich mit der nicht ganz zufrieden bin, aber man hört das öfter, ist, weil oft in Schaltungen diese Schaltung der Emitterschaltung folgt. Habe ich gelernt im Amateurfunkkurs. Ich finde zwar diese Erklärung, warum die Emitterfolge heißt, jetzt nicht so gut, aber es steckt schon ein Fünkchen Wahrheit drinnen. In der Praxis findet man oft so eine Kollektorschaltung nach einer Emitterschaltung. Wenn man verstärkt, nimmt man zuerst eine Emitterschaltung, um zu verstärken, und dann eine Kollektorschaltung, damit man mit dem Signalpegel, der rauskommt, was machen kann, weil man eben den Ausgang von der Emitterschaltung nicht strommäßig belasten kann. Und wenn ich damit jetzt irgendwie einen Lautsprecher ansteuern möchte, wenn ich eine Antenne speisen möchte, was auch immer, dann nutzt mir die Emitterschaltung so nicht. Eigentlich würde so ein Kollektorschalter typischerweise im Netzteil, oder? Da ist dann am Emitter quasi der Ausgang drauf. Du hast sowas in Linearreglern. Also ich nehme hier 1 Ampere raus. Wir haben hier 10 Volt. Wie viel Leistung speist die Versorgungsspannung in diese Schaltung ein? 10 Watt. Wie viel Leistung nehme ich raus? 5 Watt. Was passiert mit den anderen 5 Watt? Die werden am Transistor verbraten. Genau, weil da fließt durch den Transistor 1 Ampere durch und an dem Transistor fallen 5 Volt ab. Strom mal Spannung ist Leistung. Das heißt, in einem Netzteil werde ich sowas vielleicht eher nicht einsetzen, weil ich quasi
die Spannung, die ich am Ausgang gerade nicht haben möchte, in dem Transistor in Wärme umwandeln. Man hat sowas vielleicht bei lokalen Regeln, wo man jetzt nicht gleich 1 Ampere rauszieht, sondern irgendwie, weiß nicht, wir haben eine Schaltung, die wird mit 12 Volt versorgt und irgendwo hängt ein Mikrocontroller drinnen, der hätte gerne 3,3 Volt. Dann braucht der nicht viel Strom, also es ist quasi nicht so schlimm, dass ich viermal so viel Leistung, wie ich im Mikrocontroller umsetze, in diesem Linearregler umsetze, weil die Leistung im Mikrocontroller so wenig ist mit dem, was die Schaltung vielleicht sonst noch macht. In Netzteilen findet man sowas manchmal, wenn der Ausgang gut stabilisiert sein muss, dann würde ich vielleicht sagen, für ein 5 Volt Netzteil, dann gehe ich hier vielleicht auf 6 Volt, damit ich nur ganz wenig Leistung in diesem Transistor verbrate, aber ja, wenn ich jetzt hier plötzliche Lastwechsel habe, dann habe ich hier quasi ein bisschen einen Spielraum, der mir das abfedern kann, sodass das nicht bis ans andere Ende von der Schaltung durchgeht. Also für solche Sachen findet man sowas, aber ansonsten muss man sich immer überlegen, was passiert denn eigentlich mit der Differenz zwischen der Leistung, die ich reinschicke und der Leistung, die auf der anderen Seite wieder rauskommt. Gut. Wenn der Strom gleich bleibt, ist das Verhältnis zwischen zugeführter und abgegebener Leistung gleich dem Verhältnis zwischen angeschlossener Spannung und Spannung. Aber einfach nur, weil Leistung halt Strom mal Spannung ist. Und wenn ich jetzt quasi mein P1 ist U1 mal I und P2 ist U2 mal I, dann kann ich da durch Einsetzen von dem I halt natürlich sagen, P1 zu P2 verhält sich wie U1 zu U2. Gut. So, schauen wir uns die Diskussionspunkte zu dem an. Die erste ist gleich ein bisschen böse, diese Frage. Weshalb nennt man eine Schaltung wie die Kollektorschaltung einen Impedanzwandler? Wer weiß, was das Wort Impedanz heißt? Also, ich vereinfache jetzt sehr stark, wir werden uns mit dem Begriff noch mal später auseinandersetzen. Ich sage jetzt mal, Impedanz ist ein sehr gut klingendes Wort für Widerstand. Also kann mir jemand, der nicht gesagt hat, der wusste, was Impedanz heißt, sagen, jetzt, nach dieser Erklärung, warum man die Kollektorschaltung einen Impedanzwandler nennt? Ihr beide habt gesagt, ihr wisst, was Impedanz ist. Ja, dann. Weil ich mit einem quasi hohen Eingangswiderstand auf einen niedrigen Ausgangswiderstand gehe. Genau. Also wenn ich, ja, das ist es. Ich gehe von einem Widerstand zu einem anderen Widerstand. Und es gibt verschiedene Schaltungen, die man Impedanzwandler nennt. Wenn man das Wort Impedanzwandler hört, dann denkt man oft an eine ganz spezielle Operationsverstärkerschaltung, die ohne externe Bauteile auskommt, also nur der Operationsverstärker selber. Aber diese Schaltung hier erfüllt genauso diese Funktion, ist auch ein Impedanzwandler. Wovon ist die Basis-Emitterspannung abhängig? Was bedeutet das für die Kollektorschaltung? In einem Transistordatenblatt. Was gibt es da für ein Bild, wo auf einer Achse die Basis-Emitterspannung ist? Und was ist da auf der anderen Achse? Vom Basisstrom? Mhm. Ach, da links der Kollektor-Emitterstrom. Ja, genau. Der in der Regel nur Kollektorstrom heißt, weil er muss zum Emitter fließen, also woanders kann er nicht hin. So, das da. Da haben wir
Kollektorstrom und Basisemitterspannung. Und das ist halt eine Diodenkennlinie und wie man das halt oft so macht, wendet man eine Darstellung an, sodass alles eine gerade Linie wird. Darum macht man das hier logarithmisch und das linear und dann hat man hier eine schöne gerade Linie. Und da sehen wir, wenn der Strom sich ändert, der Kollektorstrom, von 0,1 mA zu 0,1 Ampere. Also da über den Faktor 1000 ändert sich hier der Strom. Dann ändert sich die Basis-Emitterspannung hier um fast ein Zehntel, über ein Zehntel Volt. Ja, aber der Basisstrom ändert sich im gleichen Verhältnis. Ja, aber wir gehen quasi davon aus, dass der Basisstrom so klein ist, dass dadurch der Eingangswiderstand von dem so viel größer ist als der Außenwiderstand zur vorgehenden Stufe. Also man würde das eher auf den Kollektorstrom schreiben. Natürlich hast du recht damit, man würde es eher auf den Kollektorstrom schreiben, weil das auch eine von außen beobachtbare Größe ist. Also diesen Basisstrom, der ist zwar mit einem Terminal mit der Schaltung verbunden, mit einem Eingangsterminal, aber den nimmt man normalerweise als vernachlässigbar klein, quasi null an. Also wir tun quasi so, als ob man hier eine Spannung vorgeben muss und der Strom ist so klein, der interessiert uns nicht. Aber der Ausgangsstrom, der ist eine durchaus wesentliche Größe. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, da ist hier eine Last angeschlossen und die Last ändert sich inhärent. Aber wenn ich die Versorgungsspannung abhänge, ändert sich doch die Basis-Emitterspannung genauso. Wenn du die Versorgungsspannung abhängst? Ja. Naja, wenn du die Versorgungsspannung abhängst, liefert die, also... Ist der maximale Strom... Also, bei der Kollektorschaltung würde ich vorsichtig sein, damit die Versorgungsspannung abzuhängen. Vor allem, wenn das, was hier treibt, doch nicht so niederohmig ist. Mhm. Weil ab dem Augenblick, wo du den Kollektor nicht mehr mit Strom versorgst, kommt der gesamte Emitterstrom von der Basis. Ja. Und dann könntest du sein, dass du über dem erlaubten Basisstrom von einem Transistor kommst und die Schaltung wird kaputt. Also, wenn ich eine Stromquelle verwende? Hier links. Ja. Okay, lass uns. Wenn du da eine Stromquelle verwendest, dann ist das quasi zwar immer noch die gleichen Bauteile, aber es ist nicht meine Kollektorschaltung, weil bei der Kollektorschaltung schauen wir uns das ja an mit einem Spannungseingang und einem niederohmigen Spannungsausgang. Ja, aber die Basis-Emitterspannung ändert sich dann genauso wie vorher mit dem Basisstrom. Aber wurscht. Ja, aber du hast recht, natürlich hast du recht. Okay. Es ist halt keine Größe, die man normalerweise betrachtet bei der Schaltung, weil wir machen diese gesamte Schaltung, damit dieser Strom vernachlässigbar klein wird. Ja. Aber dass sich der Strom hier ändert und dass wir den berücksichtigen, das ist quasi der übliche Betriebsmodus der Schaltung. Ich mache diese Schaltung, weil ich will in der Lage sein, hier eine Last zu versorgen, die 1 Ampere zum Beispiel haben möchte. Also es geht dann nicht über den Transistor, aber sagen wir 0,1 Ampere. Und sagen wir, die Last, die ich hier dranhängen habe, sagen wir, das ist eine Blinkschaltung oder was auch immer. Und eine Sekunde zieht die bis zu einem Zehntel Ampere, bis zu 100 mA. Und in der nächsten Sekunde zieht die nur ganz wenig Strom, zieht, weiß ich nicht, 0,1 mA. Wie wird sich dann diese Ausgangsspannung hier verhalten? Im idealen Zustand, wenn wir einen idealen Impedanzwandler haben, bleibt die konstant. Und ich kann quasi, wenn ich hier die Spannung messe mit einem Oszilloskop, nicht sehen, wann diese Stromwechsel sind. Wann der Verbraucher, der dranhängt, viel Strom haben möchte und wann der wenig Strom haben möchte. Aber was sehen wir an dieser Kennlinie? Das
wenn er dort, dass wenn der Strom gezogen wird, diese Spannungsdifferenz sich ein bisschen ansteigt. Genau, also wir würden hier einen Sprung um ein Zehntel Volt sehen. Jedes Mal, wenn der Verbraucher hier wechselt zwischen ich will 100 mA und ich will 0,1 mA, springt diese Spannung um ein Zehntel Volt runter und um ein Zehntel Volt rauf. Und das ist das, was mit diesem Diskussionspunkt gemeint ist. Wovon ist die Basis-Emitterspannung abhängig und was bedeutet das für die Kollektorschaltung? Das bedeutet halt, wenn wir hier ganz, ganz große Lastwechsel haben, dann springt die so hin und her. Was könnte ich zum Beispiel machen, damit dieser Spannungssprung nur noch in der größten Ordnung von einem 30. Volt statt einem 10. Volt ist? Mit dem Transistor. Also ich habe jetzt ganz bewusst auf diese Kennlinie geschaut, also diese Zahlen jetzt. Ich kann einfach eine Grundlast anlegen. Ich wähle diesen Widerstand hier so, dass da mindestens 10 mA fließen. Und wenn jetzt die eigentliche Last wechselt zwischen ich will 100 mA und ich will 0,1 mA, heißt das in Summe, es wechselt zwischen ich will 10,1 mA und ich will 110 mA. Das heißt, wir haben quasi nur noch von hier bis ein bisschen außerhalb von dem spezifizierten Bereich. Es muss, also natürlich, wenn das einfach eine Glühlampe ist, dann wird die das zum Beispiel nicht machen. Aber sagen wir, ich habe eine fertige Blinkschaltung. Also steuert damit irgendein anderes Gerät ein. Genau. Genau. Also Blinkschaltung wäre was Einfaches, weil das. Aber man kann sowas auch bei anderen Dingen haben. Sagen wir, da ist zum Beispiel ein Mikroprozessor und der wird mit 10 MHz getaktet. Oder ein Piepsal. Das heißt, jedes Mal, wenn die Taktflanke kommt von diesem 10 MHz Taktsignal, macht er den nächsten Berechnungsschritt. Und wenn ich da jetzt nicht einen lokalen Kondensator habe bei dem Mikrocontroller, der diesen Stromverbrauch dann langfristig glättet, dann würde der quasi 10 Millionen Mal pro Sekunde einen kurzen Strompuls aus diesem Transistor haben wollen. Und das ist halt nicht gut. Das Beispiel mit dem Mikroprozessor ist halt nicht so gut, weil man da im Aufbau tendenziell einen Kondensator zum Mikrocontroller hingeben möchte, damit diese Stromschwankungen hier nicht hinkommen. Aber eine Blinkschaltung, die halt im Sekundenrhythmus blinkt, das wäre ein schönes Beispiel für etwas, wo sich hier wirklich die Last ändern kann. Da wäre es aber auch wieder wurscht, wenn die Spannung um einen Zentivolt schwankt. Möglicherweise, aber es ist zumindest etwas, was wir vielleicht berücksichtigen müssen, wenn wir dieses ideale Modell der Kollektorspaltung heranziehen. So, ich habe einfach ein Experiment und eine Diskussion und dann gehen wir in unsere Pause. Das heißt, wenn ich noch kurz eure Aufmerksamkeit habe, dann können wir das schnell erledigen. So, du Kamerakindest. So. Ah ja, das ist der falsche. Ah ja. So. Ich mache das vielleicht.
zeige zuerst kurz im Skriptum nachher. Also das ist die Schaltung, die ich hier aufgebaut habe. Und wir haben hier ein Potty und das ist ein 100 Kilo Ohm Potty. Also das ist quasi jetzt so das Paradebeispiel für etwas, was einen hochohmigen Ausgang hat. Ich mache einfach eine Spannung, die ich einstelle mit einem 10 Kilo Ohm Spannungsteiler. Und dann habe ich hier meine Kollektorschaltung, genauso wie wir es gerade gehabt haben. Damit zu einem Lastentlade, was auch immer Widerstand. In der Schaltung könnte man gut drüber streiten, ob man den braucht oder ob man den nicht einfach besser weglassen wird. Ich habe halt, wollte halt das so schön aufbauen, dass wir da sagen, da ist unsere Quelle, uns mit einem hochohmigen Ausgang, da ist unsere Kollektorschaltung und da ist dann eine Last und die Last ist einfach nur eine Leuchte, oder? Und ich messe die Eingangsspannung mal und die Ausgangsspannung. So. Gut. Steht alles im Kopf, also vielleicht. Kannst du es drehen um 180 Grad? Ist es im Kopf? Ja, das wirst du nicht lesen können, was da steht. Ich sehe die Widerstandswerte richtig herum. Ah! Ah, nein, jetzt ist es nicht im Kopf. Du hast recht. Okay. Gut, also ich habe hier die Schaltung aufgebaut. So. Und auf diesem Knopf hier habe ich diesen Spannungsteiler liegen. Das heißt, jetzt bin ich quasi mit 0 am Eingang und jetzt gehe ich da langsam rauf und die LED leuchtet. Auf den beiden Multimetern sehen wir die Eingangsspannung, also was direkt rauskommt bei dem Potty, und die Ausgangsspannung von der Kollektorschaltung. Und wir sehen jetzt im Augenblick, da ist ein 0,7 Volt, liegen da ziemlich genau dazwischen. Noch mal ein bisschen rauf. So. Wir sehen jetzt, wenn wir am Eingang raufgegangen auf 6,2 Volt und wir sind am Ausgang immer noch 0,7 Volt drunter. Also dieser Spannungsabfall, der ist ziemlich konstant. Obwohl wir wissen, dass wir durch den 1 Kilo Ohm Widerstand jetzt mehr Strom ziehen, weil wir eine größere Ausgangsspannung haben und wir auch annehmen können, dass durch diese Leitung jetzt mehr Strom fließt. So, gehen wir vielleicht noch ans andere Spektrum runter. So, also jetzt sind wir da bei 3 Volt und wir sehen, die Ausgangsspannung ist jetzt nicht 0,7 Drop, sondern 0,67 ungefähr. 665. 664, das wird immer weniger. Aber wir sind immer noch in der gleichen Größenordnung. So. Jetzt kommt das, ich schalte das mal irgendwie so mittig vielleicht. Ich kann nicht auf 4 irgendwas Volt. Und jetzt versuche ich den Basisstrom zu messen. Das heißt, ich hänge mich hier mit dem, das ist nicht gescheit mit dem Multimeter. Das ist besser. Also wir vertrauen darauf, dass sich diese Ausgangsspannung jetzt nicht wesentlich ändern wird, während ich das messe. Und das ist hier. So. Na? So. Also die LED leuchtet wieder und wir sehen, in die Basis von dem Transistor fließen 22 Mikroampere, 20 Mikroampere. Schwingt sie ein bisschen rauf und runter. 22. Aber das ist die Größenordnung. Sieht man das? Ja? Dann stecke ich das mal an, wieder. Schreibe das mal auf. Wir haben
IB22. So, und jetzt schauen wir, wie viel Strom in Summe die Last gerade zieht. Mal schauen, ob ich das irgendwie leicht machen kann hier. So. Also der Meter hängt jetzt da quasi in der Luft. Ach so. So. Ja. Da, jetzt haben wir es kurzschlussfrei. Und wir sind auf... verschrien. So, 7 mA. Also die Last 7 mA. Genau, also wir haben ungefähr 350 mal größeren Strom am Ausgang der Kollektorschaltung als am Eingang. Das heißt, man kann aber auch sagen, wir haben den Ausgangswiderstand von der Gesamtschaltung gerade um einen Faktor 350 verkleinert. Und wenn man halt dorthin möchte, dass man sagt, einen kleineren Ausgangswiderstand von der Schaltung, dann ist das schon mal ein guter Schritt, würde ich sagen. Eine Frage, dort wo wir zuerst den Widerstand, den Basisstrom gemessen haben, wäre es da theoretisch nicht sinnvoll, einen quasi Vorwiderstand hinzugeben, damit der Basisstrom nicht eine gewisse Größe überschreitet. Gute Frage, danke. So, das Kamerakind darf aufhören. Also die Frage ist, will man nicht hier als Schutzvorkehrung einen Basiswiderstand einbauen? Und das ist generell nicht notwendig, außer ich muss fürchten, dass aus irgendeinem Grund diese Verbindung hier gekappt wird. Das ist eine der spannendsten Sachen eigentlich bei Transistorschaltungen, dieses drüber nachdenken, an welcher Stelle brauche ich einen Basiswiderstand und an welcher Stelle brauche ich keinen. Eine Emitterschaltung wird man meistens mit irgendeiner Art von Basiswiderstand aufbauen. Man wird bei der Emitterschaltung nie irgendwie einen Eingang direkt an die Basis von dem Transistor anschließen, weil ich da eben direkt mit dieser Kennlinie zu tun habe. Also über die Eingangsspannung gebe ich quasi die Basis mit der Spannung vor. Und wenn ich die Basis mit der Spannung, die hier vorgebe, dann brauche ich nur da so ein bisschen zu weit nach rechts. Und wir sehen hier irgendwie alle, was wird das sein? 0,03 Volt. Verzehnfacht sich der Strom, der fließt. Weißt du, und ich will vielleicht daher 0,03 Volt zu viel und schon habe ich 1 Ampere statt 100 mA. Das kann mir aber nicht passieren bei dieser Schaltung, weil ich hier, wenn wir davon ausgehen, dass die Versorgungsspannung nicht gekappt wird, weil ich hier über den Eingang, obwohl der Eingang an der Basis hängt, ich nicht die Basis-Emitter-Spannung vorgebe. Die Basis-Emitter-Spannung, die stellt sich automatisch ein, abhängig davon, wie viel Strom ich hier rausnehme. Also, wenn ich diese Schaltung schützen möchte, dann müsste ich sie eher schützen, indem ich schaue, dass am Ausgang zu wenig Strom ist. Weil die beste Möglichkeit, so eine Schaltung zu zerstören, ist, den Ausgang kurz zu schließen. So dass ich am Ausgang unendlich viel Strom haben möchte. Und natürlich, wenn ich am Ausgang unendlich viel Strom haben möchte, dann explodiert nach dieser Kennlinie meine Basis-Emitter-Spannung. Und dann kann ich den Transistor zerstören. Aufgrund der hohen Basis-Emitter-Spannung oder weil es fließt ja auch von der Versorgungsspannung viel Strom dann rein? Ja, also es wird sowieso nicht gehen. Ich werde, also wenn diese Quelle hier beliebig viel liefern kann, dann werde ich
über den maximalen Kollektorstrom von einem Transistor kommen, weit bevor ich über den maximalen Basisstrom komme. Aber sollte ich aus irgendeinem Grund beschließen, eine Kollektorschaltung zu verwenden, an einem sehr, sehr niederohmigen Basistreiber und an einem hochohmigen Quelle, wenn ich quasi die beiden vertausche, dann kann man das passieren, dass ich da die Basis schieße. Aber normalerweise habe ich die Kollektorschaltung sowieso nach einer Schaltung, die jetzt nicht beliebig viel Basisstrom liefern kann. Und darum werde ich dort nicht hinkommen. Aber die Grundidee ist quasi, ich brauche hier keinen Schutzwiderstand, weil ich hier nicht über das Basispotenzial unmittelbar die Basisemitterspannung vorgebe. Das ist auch ein typischer Lernschritt, zumindest war es bei mir so, dass ich quasi, wie ich angefangen habe, Transistorschaltungen aufzubauen, war das so ein Reflex. Für jede Basis ein Kiloohm Widerstand. Wer weiß, was passiert. Leider, also in der Schaltung kann man das halt machen, das ist nicht so tragisch. Da fällt dann halt hier noch ein bisschen Spannung ab. Aber bei vielen Schaltungen, die werden dann auch instabil, wenn man überall diese Widerstände hinhaut, wo sie gar nicht notwendig sind, sondern man sollte sich eigentlich durchdenken, wo brauche ich diesen Widerstand und wo verhalten sich die Ströme und die Spannung in der Schaltung so, dass ich sowieso keinen kritischen Zustand erreichen kann, egal darüber, in dem Fall, welches Potenzial ich hier vorgebe. So, hier steht, erklären von den Beobachtungen, wir haben unsere Beobachtungen erklärt, vergleichen Sie die Schaltung mit der Schaltung des Block 32. Was ist denn Block 32? Gibt es denn eine Blöcke nicht mehr? So. Genau. Also wenn ich eine einfache Last steuere, ich will eine Lampe allein ausschalten, dann habe ich zwei Möglichkeiten, das mit einem Transistor zu machen. Die eine ist die hier. Also schauen wir jetzt mal nur den NPN-Fall an, weil der PNP-Fall, der ist dann einfach positiv und negativ spiegelverkehrt. Also NPN, ich habe High Side meine Last und dann nach Ground schalte ich die Last mit einem Transistor. Das ist quasi der Fall, den wir im Block 32 gehabt haben. Hat Vor- und Nachteile. Jetzt haben wir uns den gegenteiligen Fall angeschaut. Kollektorschaltung hier. Was haben wir da? Diese Schaltung hier. Wir haben Low-Side die Last und dann High-Side den Transistor. Was sind da die Unterschiede? In einem Fall fließt quasi der Strom Außenverbraucher in den Transistor rein und dann fließt er quasi raus. Ja, also die Reihenfolge, in der sie von Strom durchflossen werden, ist unterschiedlich. Das kleine Potenzial auf jeden Fall von dem Verbraucher ist einmal Ground. Das könnte sich gerne einen Unterschied ausmachen. Ja. Sagen wir, mein Ziel ist, möglichst viel von meiner Versorgungsspannung an die Last zu bringen. Welche der beiden Schaltungen werde ich nehmen? Die vorige. Also die aus Block 32? Ja. Ja. Warum? Was ist die maximale Spannung, die ich da an die Last kriege? Also, Versorgungsspannung minus Ausnahme 0,2 oder so. Genau, 0,2. Welche Eingangsspannung brauche ich, damit ich die Last einschalte? Genau, also 0,6, 0,7, 0,8. Aber relativ wenig. Also wenn ich da quasi aus einem 5-Volt-Mikrocontroller komme zum Beispiel, dann ist das überhaupt kein Problem, so einen Pegel zu erreichen. Und ich habe die Last an fast meiner gesamten Versorgungsspannung. Nur 0,2 Volt fehlt. Jetzt schauen wir uns die Kollektorschaltung an. Was ist das Maximum, was ich
da schaffe, an die Last zu kriegen. Ja. Und was für eine Versorgungsspannung? Minus 0,7, also diesen Diodendrop. Und welche Eingangsspannung brauche ich da? Die volle Versorgungsspannung. Und das liefert mir vielleicht der Mikrocontroller gar nicht. Vielleicht geht der, wenn ich quasi ein High treibe, gar nicht auf 5 Volt rauf, vielleicht geht der nur auf 4,5 Volt rauf. Ja, oder es ist ja 3,3 Volt. Ja, oder sowas. Ich behaupte, ich kann auch hier 0,2 Volt erreichen. Ja, mit einem entsprechend höheren Eingangsgewicht. Genau. Also wenn ich quasi hier zum Beispiel 3,3 Volt hätte und ich habe einen Mikrocontroller, der 5 Volt am Ausgangspin hat, dann kann ich auch auf diese Art und Weise noch auf 0,2 Volt. Dann ist wieder die Gefahr, dass nachher über... Dann brauche ich einen Vorwiderstand. Genau, da brauche ich einen Basiswiderstand. Perfekt. Ah, Sie fangen an zu denken in Transistoren. Okay, das heißt, wann werde ich die Kollektorschaltung verwenden und wann werde ich diese Schaltung verwenden, wie wir es im Block 32 gehabt haben? Im Block 32, da werde ich die verwenden, wenn ich mit einer niedrigen Eingangsspannung möglichst viel Ausgangsspannung sozusagen treiben will. Ja. Und die wäre verwenden, wenn ich mit einer hohen Eingangsspannung, aber mit einem geringen Strom Wie heißt dieser Block hier? Der ist der Transistor aus Schalter und Stromverstärker. Also, was diese Schaltung gemeinsam hat mit der Kollektorschaltung, ist, dass sie stromverstärkend wirkt. Der große Unterschied ist, dass ich die verwende zum Schalten. Also hier will ich die Last ein- und ausschalten. Ich werde nicht diese Schaltung verwenden, wenn ich die Last mit 1 Volt, mit 2 Volt, mit 3 Volt versorgen möchte, wenn ich quasi diese Spannung genau vorgeben möchte. Das ist der Vorteil von der Kollektorschaltung. Dass ich mit der Kollektorschaltung nicht nur ein- und ausschalten kann, sondern dass ich mit der Kollektorschaltung die Spannung genau vorgeben kann. Wenn ich das möchte, nehme ich die Kollektorschaltung, nehme aber dafür in Kauf, dass ich, wenn ich voll aufdrehen möchte, das nicht so gut kann wie hier. Also voll aufdrehen, einfach nur die Last ein- und ausschalten, da ist das die Schaltung, die wir verwenden wollen. Aber wenn ich das quasi ein bisschen genauer vorgeben möchte, wenn ich nicht nur eingeschaltet und ausgeschaltet haben möchte, dann nehme ich die Kollektorschaltung. So, jetzt haben wir. Gut, also wir hätten das verglichen. Machen wir unsere beiden Diskussionspunkte. Das erste haben wir eh schon besprochen. Kollektorschaltung kann Strom liefern. Kann sie auch Strom aufnehmen? Ja, wenn der reaktiert, also wenn dieser Widerstand da ist. Wenn dieser Widerstand da ist, aber dann eben auch nur so viel, wie dieser Widerstand aufnehmen kann. Das heißt, wenn ich Strom liefere, dann habe ich hier eine sehr, sehr niederohmige Quelle. Wenn ich Strom aufnehme, dann definiert mir dieser Widerstandswert hier genau, wie nieder- oder hochohmig ich bin. Mit entsprechenden Kosten. Möchte ich das niederohmig haben, dann habe ich hier einen großen Strom, der durch diesen Widerstand fließt, wenn ich einschalte, der eigentlich nur verheizt wird, dafür nichts da ist. Da schauen wir uns in dem nächsten Block an, wie man das besser macht. Ja? Das heißt, das ist eigentlich verantwortlich dafür, dass zum Beispiel eine Sinuskurve nicht darüber schiebt, dass die verzerrt wird. Ja, weil ich hier quasi... Wenn ich, also klassisch bei diesen Wechselsignalen ist, dass ich abwechselnd Strom liefern und Strom aufnehmen möchte. Und wenn das quasi das Verhalten ist, wenn ich auf Strom schaue, dann ist eine Kollektorschaltung keine gute Idee. Dann muss man die Gegentaktstufe nehmen, die wir uns nach der Pause noch kurz anschauen. Wenn das aber jetzt zum Beispiel eine Lampe hier ist, die Last, und die will ich in einer Sinuskurve mal heller und mal langsamer leuchten lassen, da habe ich zwar immer noch diese Sinusgröße, aber der Strom fließt immer nur raus. Und damit kann diese Kollektorschaltung das prima machen.
Also ich muss mir quasi hier anschauen, in welche Richtung der Strom fließt, damit ich entscheiden kann, reicht mir die Kollektorschaltung oder muss ich noch ein bisschen klüger werden mit dem, was ich tue. So, wie müsste die Last am Ausgang der Kollektorschaltung angeschlossen sein, damit die Kollektorschaltung Strom aufnehmen muss? Was? Muss? Kann? Ah, nein, muss. Damit ist genau dieser Fall hier gemeint. Das haben wir es, ja genau. Also sagen wir haben eine Lampe und die schließe ich jetzt hier an. Wie könnte ich eine Lampe an die Kollektorschaltung anschließen, so dass der Strom in die Kollektorschaltung hineinfließt? So ist die Frage gemeint. Na, also die Kollektorschaltung bleibt gleich. Also genau diese Schaltung, aber ich schließe meine Last anders an. Ne, ich schließe auf die Versorgungsspannung und wenn ich dann einschalte quasi, dann wird über den Transistor die Ausgangsspannung hochgezogen und dann geht die Lampe aus. Genau. Aber dann fließt halt der Strom durch den. Also ich hätte die Lampe quasi zwischen 10 Volt und hier. Ja, aber dann brauche ich den Widerstand. Und dann brauche ich den Widerstand, genau. Also eine Last, der zum Beispiel, die sich so verhalten könnte, wenn man sagt, man macht zwei Lampen, eine gegen Ground und eine gegen plus 10 Volt und man will, dass die so wechselblinken, dann hätten wir zum Beispiel eine typische Last, wenn die Lampe hier leuchtet, dann ist die Schaltung genauso betrieben, wie man das haben möchte. In der anderen Richtung fließt es dann über diesen Widerstand. Und das war mit der Frage gemeint, man könnte eine Last haben, die nicht gegen Ground geschaltet ist, sondern gegen die positive Spannung, wie wir es ja quasi hier auch gehabt haben. Also hier hatten wir, diese Last war zum Beispiel gegen Plus geschaltet, aber eben mit einer anderen Transistorschaltung. Wenn ich da Alarm... Aber eigentlich habe ich dann immer 0,2 Volt auf der Lampe, oder? Nein, 0,5. Wenn ich hier auf maximal die 10 Volt raufgehen kann, 0,7. Ja, okay, 0,7. Genau. Wenn ich dort eine Lampe gegen Ground schalte und eine Lampe gegen Versorgungsspannung, ja, dann fließt ja immer ein Strom durch beide Lampen. Nicht, wenn ich diesen Punkt hier bewege. Also sagen wir zum Beispiel, dieser Transistor hier, ja, schaltet voll durch. Und wir nehmen das ideale Modell, der kann voll durchschalten. Diese 0, irgendwas interessiert uns nicht. Dann wäre die obere aus. Das heißt, durch die fließt aber auch kein Strom. Gut, aber ich kann die untere nicht ganz ausschalten. Das hängt davon ab, wie klein dieser Widerstand ist. Und da sehen wir eben genau, das ist ein super Beispiel dafür, warum das mit diesem Widerstand nicht gut ist, wenn man da Strom aufnehmen möchte. Man könnte natürlich sagen, wir bauen diese Schaltung hier. Und wir nehmen hier einen 0,1 Ohm Widerstand. Dann brauche ich hier immense Ströme, um diese Schaltung zu betreiben. Ja? Damit ich auf die 10 Volt draufkommen kann, muss ich 100 Ampere durch diesen Widerstand durchjagen. Also es ist ein rein theoretisches Gedankenexperiment. Aber dann ist dieser Widerstand so viel kleiner als der innere Widerstand von der Lampe, dass ich die untere Lampe auch ausschalten kann, indem ich hier quasi nichts mache mit dem Transistor, weil ich den Transistor ausschalte. Aber man sieht eben, damit sich es auf der anderen Seite ideal verhält, wie eine ideale Quelle, die wir da hier fernsteuern können, muss dieser Widerstand immer kleiner und kleiner werden. Okay.